Wer seid ihr und was ist eure Gründungsidee? Wir sind Timo, Konstantin und ich bin Dennis. Wir sind die Mitgründer von WhoMoves, einer Recruiting-Plattform für internationale Fachkräfte. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Fachkräfte aus dem Ausland zu akquirieren. Wir begleiten auf allen Prozessschritten. Man kann sich das so vorstellen, wir sind in so einem Bindeglied zwischen Behörden, Fachkräften und Unternehmen. Das heißt, wir unterstützen bei der Digitalisierung der gesamten Prozesse. Wir unterstützen Fachkräfte dabei, hier ein neues Leben aufzubauen, um dementsprechend dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. Wie ist die Idee entstanden? Genau, wir als Gründerteam sind vom Background her alle ITler. Das heißt, wir haben neben unserem Studium auch alle als Werkstudenten, als Masteranden in unterschiedlichen Firmen gearbeitet. Und ganz explizit war das so, dass ich bei meinem Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt in einer sehr internationalen Abteilung gearbeitet habe. Und wir waren von 36 Teamkollegen, knapp 34 Teamkollegen kamen aus dem Ausland und alle haben mich dasselbe berichtet, wie schwierig der Weg nach Deutschland war, wie schwer es war, hier eine Karriere, ein neues Leben zu starten. Und auf der anderen Seite haben wir im IT-Bereich so einen enormen Fachkräftemangel gehabt, sodass wir gesagt haben, okay, komm, wir versuchen irgendwie dieses Problem zu bündeln und dementsprechend zu lösen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir den Nagel auf den Kopf getroffen haben, indem wir halt Fachkräfte unterstützen konnten, die aus dem Ausland hier eine Karriere starten wollen und auf der anderen Seite Unternehmen, die genau diese Fachkräfte brauchen und sie hier in Deutschland einfach kaum noch finden. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie laufen die Prozesse ab, wie können wir diese Prozesse digitalisieren und dementsprechend mehr Menschen aus dem Ausland dazu bewegen, leichter hier ihr Leben zu starten und eine neue Karriere aufzubauen. Wie habt ihr euch als Gründerteam gefunden? Wir haben uns als Gründerteam im Studium an der Uni Düsseldorf kennengelernt. Wir sind vom Background her alle ITler, also haben dasselbe Studium gehabt in unterschiedlichen Semestern und haben uns halt auf dem Campus immer wieder mal kennengelernt oder getroffen, haben zusammen gearbeitet und dementsprechend hatten wir alle so ungefähr denselben Fokus mit dem IT-Bereich, hatten ein sehr, sehr großes Netzwerk auch an Freunden im IT-Bereich und Timo und Konstantin hatten schon Gründungserfahrung in einem anderen Startup und haben mich dann irgendwann zwischen den Modulen und zwischen den Vorlesungen gefragt, ob ich an einer neuen Idee mitwirken möchte. Und da wir uns schon kannten, dachte ich mir, komm, starten wir einfach los. Was nervt euch am Gründen und wie geht ihr damit um? Ja, die Antwort wird sich wahrscheinlich doppeln mit anderen Gründern aus der Startup-Szene. Im Grunde genommen eigentlich die Bürokratie. Also in Deutschland ist es enorm schwierig, vor allem in der Anfangszeit zu gründen. Es sind viele Prozesse, noch sehr manuell. Das ganze Thema Steuern ist eine Welt für sich und da muss man erstmal durchsteigen. Das heißt, man hatte ja schon große Hürden im Anfang mit dem ganzen Tagesgeschäft und will seine Idee, seine Vision weiterbauen. Und auf der anderen Seite muss man sich dann relativ schnell in Themen reinfuchsen, mit denen man noch nie Berührungspunkte hatte und die dann auch noch sehr, sehr relevant sind und kriegsentscheidend ganz häufig. Und einfach aus dem Grund ist das vor allem in der Anfangszeit eine Riesenhürde für uns gewesen. Und da erstmal durchzusteigen, hätten wir allein nicht machen können. Und dementsprechend waren wir auch super happy, dass es da so viele Angebote gibt hier im Startup-Umfeld und Experten, die uns da am Anfang beraten haben. Was ist euer größtes Learning der letzten Monate? Einfach mal ruhig zu bleiben. Also man kriegt ja im Gründungsalltag so viele Hiobsbotschaften und Gründen ist eigentlich so durchgehend ein Auf und Ab der Gefühle und wir haben in der letzten Zeit vor allem gemerkt, dass einfach mal auf die Bremse treten und raus aus diesem Ganzen, also ein bisschen Abstand zu nehmen, extrem hilfreich sind. Auf den ersten Blick scheint ja natürlich immer alles sofort, ein riesen Weltuntergang. Es ist manchmal so, dass man sich denkt, okay, so kommen wir nicht mehr weiter, müssen uns jetzt etwas umorientieren. Und bevor man da irgendwelche unnötig schnellen Schlüsse zieht, hilft es da erstmal ein paar Tage einfach mal ruhig zu bleiben, Abstand zu nehmen von dem Thema und die Zeit einfach so ein bisschen spielen zu lassen. Und dementsprechend ist das eines unserer größten Learnings, würde ich sagen. Wer oder was inspiriert euch? Ich würde sagen, unsere größte Inspiration sind oftmals andere Gründer. Egal auf welcher Etappe der Gründungskarriere diese Menschen sich befinden, ist es immer hilfreich, sich mit anderen Gründern zu vernetzen. Und die Learnings, die diese Menschen hatten, die eigentlich dieses Vermögen, von nichts etwas aufzubauen und zu sehen, wohin das eigentlich wachsen kann, wohin das skalieren kann, das ist für mich persönlich oder für uns als Team enorm hilfreich und inspiriert uns tagtäglich.
Und weiteres Learning passt halt zu der anderen Frage auch sehr, sehr gut, ist, dass wir oder dass ich immer anderen Gründern empfehlen würde, sich sehr, sehr früh auch mit anderen Gründern zusammenzusetzen. Das haben wir halt oftmals gar nicht gemacht. Man ist so in seiner Bubble und startet da durch und denkt sich halt, vielleicht bringt es gar nichts, mit anderen Gründern zu sprechen. Aber genau diese Learnings, dieser Austausch hilft einem enorm. Und das haben wir auch im Rohmasters-Programm gehabt. Das war eigentlich so der erste engere Austausch mit anderen Gründern, dass wir da mit 4 anderen Gründungsteams einmal quer durch die Welt geflogen sind und uns da tagtäglich austauschen konnten. Und das sind Learnings, aus denen wir heute schöpfen und Inspiration, von denen wir heute noch schöpfen. Wo steht ihr gerade und was sind eure nächsten Meilensteine? Wir sind jetzt gerade ganz frisch raus aus dem Rohmasters-Programm. Es ging ja über die letzten 6 Monate. Wir hatten kurz vor dem Rohmasters-Programm unser erstes Investment, hatten jetzt 2 mega gute Business Angels mit an Bord und planen jetzt unsere nächste größere Investmentrunde. Wir sind ja gestartet als Plattform für IT-Fachkräfte, das war unser Fokus, weil wir als ITler auch dementsprechend sehr viel Branchenwissen hatten, haben aber gemerkt, dass der Fachkräftemangel in allen Bereichen eigentlich extrem prekär ist. Und wir wollen das Investment dafür nutzen, die Plattform zu erweitern, dementsprechend auch in anderen Bereichen nutzbar zu machen, in anderen Industrien. Ganz großer Fokus liegt bei uns im Bereich Green Tech, also dementsprechend auch nicht nur Fachkräftemangel an sich zu bekämpfen, sondern auch den ganzen Klimawandel und dementsprechend die Talente, die wir dafür benötigen, um dementsprechend da voranzuschreiten. Und genau, das sind unsere größten nächsten Meilensteine, die wir gerade haben. Möchtet ihr noch etwas ergänzen? Ja, wenn ihr Lust habt auf ein cooles, junges, dynamisches Startup, mit dem ihr zusammenarbeiten wollt, also wenn ihr Fachkräfte benötigt, mögliche strategische Partner in dem Bereich seid oder auch als Fachkräfte viele Fragen habt zu dem ganzen Prozess, kommt jederzeit auf uns zu. Wie gerade schon erwähnt, stehen wir auch vor der nächsten Investmentrunde. Das heißt, falls ihr Investoren kennt, falls ihr Investmentfirmen kennt, die jetzt genau in unserem Bereich liegen, sagt uns gerne Bescheid oder kommt auf uns zu. Oder wenn ihr einfach einen coolen, netten Austausch haben wollt.